Mein Name ist Michael Segewiss, ich bin 60 Jahre, über 27 Jahre verheiratet, habe zwei Töchter, erwachsene Töchter und habe mich in Goch beworben und freue mich auf die neue Herausforderung hier zum 01.01.2023. Ich selbst habe studiert Volkswirtschaft in Münster, bin auch schon ein bisschen rumgekommen, habe über 30 Jahre Erfahrung im weiten Bereich der Wirtschaftsförderung. Und ja, versuche dann das, was ich in den 30 Jahren erlernt habe, hier in Goch auch anzuwenden und lerne natürlich jeden Tag auch sicherlich in Goch noch Neues. Also ich habe ja Volkswirtschaft an der Uni Münster studiert, habe aber für die berufliche Praxis da wenig mitbekommen, habe also mir alles in den 30 Jahren letztendlich auch angeeignet. Nach dem Studium habe ich ein gutes Jahr noch in Münster an der Uni gearbeitet, bevor ich dann zur IHK nach Dortmund gegangen bin. Dort habe ich erst den Bereich Verkehr betreut mit landläufigen Dingen wie Taxigenehmigungen, Gefahrgutfahrerschulungen, Gefahrgutbeauftragten-Schulungen. Bevor ich dann noch ein gutes Jahr in Dortmund das Thema Innenstadtentwicklung, Einzelhandel betreut habe als Referent. Ich bin dann nach 3,5 Jahren zur IHK nach Bielefeld gegangen. Habe in den 4,5 Jahren, wo ich da war, den Bereich Industrie betreut, von der Gründungsberatung bis zur Projektberatung, sage ich mal, und habe den weiten Teil der Wirtschaftsförderung auch für die Kammer betreut. Und bin dann nach 4,5 Jahren in die kommunale Verwaltung nach Bocholt, meinem Geburtsort, wieder gegangen als Amtsleiter für den Bereich Wirtschaftsförderung und Verkehr. Bin da nach knapp 3 Jahren gegangen, weil da ein bisschen umorganisiert wurde mit dem neuen Bürgermeister, was völlig okay war aus seiner Sicht, was ich aber für mich nicht gut fand, und habe mich dann nach einer neuen Stelle umgeguckt, bin dann nach Stade gegangen und habe für den Landkreis Stade und seine Städte und Gemeinden und 3 Kreditinstituten eine Wirtschaftsförderungsgesellschaft aufgebaut. Da habe ich 17 Jahre gearbeitet, habe die Wirtschaftsförderung immer weiterentwickelt und kriegte dann eine Anfrage über einen Berater für Herford, um dort eine Kreiswirtschaftsförderung aufzubauen. Herford war nicht ganz unbekannt. Meine Frau ist Gütersloherin, also auch Ostwestfälin. Ich kann also mit Ostwestfalen umgehen. Und dann habe ich seit April 2018 die Wirtschaftsförderung dort zunächst mit 2 fachfremden Kolleginnen, aber total plitschen Kolleginnen aufgebaut. Und und jetzt ist mein Vertrag nicht verlängert worden, und da musste ich mich im Alter von 60 Jahren noch mal so ein bisschen umgucken. Habe geguckt, wo willst du hin, also in welche Region überhaupt. Es gab ein paar Regionen, die nenne ich jetzt hier mal nicht, da wäre ich nicht so gerne hingegangen, habe mich auch nicht beworben. Und jetzt ist es Goch geworden und ich freue mich total auf die Aufgabe. Und mein Bereich umfasst ja 3 Teilbereiche, das ist die Wirtschaftsförderung, das Stadtmarketing und den Tourismus. Und in allen 3 Bereichen geht es für mich erstmal darum zu gucken, wie ist denn der Status quo? Was gibt es hier überhaupt? Weil das kann man als Außenstehender auch im Rahmen einer Bewerbungsphase ja nur sehr begrenzt sich aneignen. Und dann geht es darum, mit den Kolleginnen und Kollegen Kontakt aufzunehmen. Und letztendlich auch zu gucken, was gibt es hier an Angeboten schon. Nicht nur in Goch, sondern auch auf Kreisebene. Weil ich komme jetzt aus der Kreisebene, in Stade Kreiswirtschaftsförderer, in Herford Kreiswirtschaftsförderung. Aber ich weiß, nur im Zusammenspiel mit Kreis und Kommune, da funktioniert es. Nicht gegeneinander, sondern miteinander. Anders funktioniert es einfach nicht. Und ich glaube, dass es häufig so ist, dass der, ich sag mal, Einheimische die Dinge, die hier vor Ort sind, viel kritischer sieht, als er sie kritisch sehen muss. Ein Beispiel in Herford, das ging um das touristische Angebot, Sitzung mit den Kolleginnen und Kollegen der Städte, und da habe ich dann mal so von meiner Außensicht gesagt, was ich gut finde. Da gibt es ein Musikkontor, das hatten viele gar nicht auf dem Schirm. Und ich sage mal, man muss auch die Dinge auch mal würdigen, die man hat. Man kann immer besser werden, auch die einzelnen Aktivitäten können besser werden, aber man muss es auch letztendlich auch würdigen.